In einem Landstrich, der angefüllt ist mit Geschichte und Bitterkeit, findet 17 Jahre nach Kriegsende eine Parade statt. Auf dem ehemaligen Schlachtfeld von Mourmelon, dort wo Blut und Tränen die Erde verbrannt haben, paradieren deutsche und französische Truppen gemeinsam vor Bundeskanzler Adenauer und Staatspräsident de Gaulle. Niemand, der dabei war, konnte sich der Größe dieses Augenblicks entziehen. Deutsche Soldaten neben französischen Soldaten.